Konnichiwa, ihr besten Menschen der Welt. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe Nibaka. Heute mit folgenden Themen. Tales of Exilia 2. Project Zero. Hunter, Hunter. Viel Spaß. Bald gibt es endlich Lesenachschub für alle Hunter-Hunter-Fans. Yoshihiro Togashis weltberühmter Manga wird nämlich endlich wieder fortgesetzt. Tja, die Betonung liegt auf wieder fortgesetzt, denn seit 98 wird der Manga immer wieder mal pausiert und dann wieder angefangen. Tja, da würde es mich nicht wundern, wenn bei einigen Fans der Geduldsfaden reißt. Aber jetzt hat das Warten endlich ein Ende, denn die Verantwortlichen haben angekündigt, dass Gon & Co. im Juni wieder auf Abenteuerjagd gehen. Publiziert wird der Spaß natürlich wieder vom Manga-Magazin Weekly Shonen Jump. Nordamerikanische Leser dürfen sich über zeitnahe englische Scans freuen. Natürlich alles legal. Ne? Wir sind ganz strikt gegen illegale Scans. Ja? Absolut. Damit macht ihr die ganze Wirtschaft kaputt. Du hast doch schon das neue Chapter von One Piece gelesen. Super, super. Seid ihr inzwischen noch Anhänger von Hunter x Hunter oder habt ihr nach 2 Jahren das Warten endgültig aufgegeben und jetzt so oder so keinen Bock mehr drauf? Schreibt uns in den Kommentaren. Na, könnt ihr euch noch an Lupin the Third erinnern? Ihr wisst schon, die Serie, die auf MTV gleich nach Golden Boy lief. Ach, die Pubertät war so eine schöne Zeit. Wie dem auch immer sei. Diejenigen unter euch, die noch immer nicht genug kriegen können von den Abenteuern des Meisterdiebs, für diejenigen gibt es jetzt bald einen Live-Action-Film, der die Anime-Charaktere zu Fleisch und Blut werden lässt. Dabei ist der kommende Streifen nicht der erste Realfilm zu Lupin the Third. Bereits 1974 hauchte man der Legende mit dem Titel Strange Psychokinetic Strategy oder so ähnlich Leben ein. Tja, aber ein richtiger Kracher war der Film nicht. Ob der neue Live-Action-Film alles richtig machen wird? Zumindest wissen die Japaner, wie man ordentlich die Werbetrommel rührt und haben daher vor dem Filmstart am 30. August nochmal einen neuen Trailer veröffentlicht, der Lust auf mehr macht. Seid ihr auch Meisterdiebe? Habt ihr die Geldbörse eurer Mutter schon mal geklaut oder die Tochter des Pfarrers entführt? Ja, verratet uns eure Geheimnisse im Kommentarbereich. Sag mal, Glyph, was spielst du eigentlich gerade? Ich spiele gerade Devil Survivor 2 von den Persona-Machern. Tja, ein klassisches Strategierollenspiel. Ich muss allerdings gestehen, dass es echt knackschwer ist und ich bin schon am Überlegen, ob ich es abbreche. Ja. Ja, das sieht ja ähnlich. Wenn du trotzdem wissen willst, wie die Handlung weitergeht, dann wäre ja vielleicht der Anime zum Spiel was für dich. Stimmt, da war doch was. Kasa hat sich doch die Rechte zum Devil Survivor 2 Anime geschnappt und nebenbei den deutschen Synchronsprechercast enthüllt. Und der kann sich durchaus sehen lassen. Mit dabei so bekannte Stimmen wie zum Beispiel Ranmori oder Edward Elric aus Fullmetal Alchemist. Nettes Star-Aufgebot. Trotz Verschiebung erscheint Devil Survivor hierzulande am 27. Juni in 4 Blu-Rays, die jeweils 3 Episoden umfassen. Ziemlich mickrig eigentlich, wenn man so überlegt. Ja, das hätte auch alles auf eine Blu-Ray gepasst. Aber wie seht ihr das? Freut ihr euch auf die Serie oder ist euch der Spaß schon nach dem kackschweren Spiel vergangen? Der Kommentarbereich. Wartet auf eure Meinung. Westliche JRPG-Fans haben es ja meistens nicht so ganz leicht. Selbst wenn in Japan irgendein großartiger neuer Titel angekündigt wird, heißt das noch lange nicht, dass er auch nach Deutschland kommt. Und gerade Fans der Tales of Serie kennen diesen Umstand nur zu gut. Bandai Namco zeigte sich in den letzten Jahren allerdings gnädig und veröffentlichte im Jahrestag Tales of Graces F und Tales of Exilia. Und wer unterwegs gegen Monster kämpfen möchte, darf sich im Winter auf das PlayStation Vita-Spiel Tales of Hearts R freuen. Tja, und als wäre das noch nicht genug Grund zur Freude, wird Tales of Exilia 2 noch diesen Sommer für PlayStation 3 in Europa und Nordamerika erscheinen. Am 22. August geht's los. Obendrein kann das Spiel in einer Day One Edition erworben werden, die ein Metal Case und ein Mini-Soundtrack beinhaltet. Tja, und wer ein bisschen mehr Geld rüberwachsen lässt, der bekommt neben einem Artbook eine Spielfigur und eine unechte Taschenuhr. Yay. Wir beide waren ja echt große Fans des Vorgängers und auch wenn die Protagonistenriege einmal durchgewechselt hat, ich freue mich auf den neuen Teil. Wie steht das mit euch? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentarbereich. Wir sind gespannt. Alle, die auf J-Horror stehen und sich wieder so richtig in Angst tun möchten, haben wieder endlich allen Grund zur Freude. Vollkommen richtig, denn Nintendo und Tecmo Koei haben endlich ein neues Project Zero angekündigt, das exklusiv für die Wii U erscheinen wird. Tja, der PS2-Klassiker kehrt endlich zurück und wem damals nicht der Arsch auf Grundeis gegangen ist, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Nee. Ich glaube, Fans von Project Zero brauchen sich ohnehin keine Sorgen machen, denn die Marke wird zurzeit ordentlich gemolken. Neben dem Wii U-Spiel ist sogar ein Manga in der Mache und ein Live-Action-Film wird gerade auch produziert. Also für Fans ist ordentlich Stoff am Start.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das Remake, was vor 2 Jahren für die Wii erschienen ist, hat mich schwer begeistert. Allein die Tatsache, dass du in der Person von 2 kleinen Mädchen irgendwie durch ein geisterverseuchtes Dorf irrst, mit nichts weiter als einer Taschenlampe und einer Uraltkamera, ich fand's ziemlich geil. Wie steht das mit euch? Freut ihr euch auf das neue Project Zero? Oder gehen euch hysterische Mädels auf den Sack? Schreibt uns im Kommentarbereich. Oder seid ihr selber hysterische Mädchen? Nacktfotos bitte an cliff@team-ingame.de. Aber bitte seid 18. Wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr in den kommenden Wochen die Zeit durchschlagen sollt, solltet ihr euch unbedingt die letzte Folge Nibaka ansehen, in der wir euch die Highlights der Spring Season vorstellen. Gleich daneben findet ihr die aktuelle Folge in Week. Dort könnt ihr heiße Preise gewinnen. Wir sagen jetzt tschö, wir sehen uns, bis nächste Woche. Und ich habe nicht in Cliffs Schritt gezeigt.